Herzlich willkommen zurück bei den Toren und Türmen der Mühlhäuser Stadtmauer. Beginnen wir den dritten Teil dort, wo der zweite geendet hat. Der nördliche Nachbar des Rabenturms ist der Hospitalturm. Auf dem Weg zu ihm konnte man damals einen Blick in den Garten des Antonius-Hospitals werfen. Das Antonius-Hospital war das älteste städtische Hospital Deutschlands mit dem ältesten heute noch erhaltenen Kirchengebäude von Mühlhausen. 1207 wurde das Hospital erstmals erwähnt und zwischen 1260 und 1270 entstand die Antoniuskapelle. Der Hospitalturm ist wehrtechnisch ein halbrunder, nach hinten offener Schalen- oder Schanzturm. Erbaut wurde er im Zuge des Stadtmauerbaus im 13. Jahrhundert. Sein Fundament bildet ein natürlicher Felsblock aus Travertin. Das an seiner Rückseite angrenzende Antonius-Hospital gab dem Turm seinen Namen. Im Laufe der Zeit wurde die Turmrückseite mit Fachwerkeinzügen geschlossen. Auch zu diesem Turm gibt es eine Geschichte, die in der Chronik der Stadt Mühlhausen, Band 1 von 1864 niedergeschrieben ist. Am Fuße des Hospitalturms, an der dem Rabenturm zugekehrten Seite, sind zwei übers Kreuz gelegte Eisen eingemauert. Das eiserne Kreuz erinnert an eine pikante Episode aus dem Jahre 1522. Zu dieser Zeit lebte ein Priester mit Namen Johann Griesbach im Hospital St. Antonius. Dieser pflegte verbotenen Umgang mit der Ehefrau eines am Petri-Steinweg wohnenden Bürgers, die er in Abwesenheit des Gatten öfters besuchte. Er war zwar oft verwarnt worden, hörte aber nicht darauf, bis er endlich einmal von dem unerwartet heimkehrenden Ehemann auf frischer Tat ergriffen wurde. Griesbach musste ihm 24 Schock zahlen, wurde aus dem Hospital ausgestoßen und aus der Stadt verwiesen. 24 Schock waren 1440 Groschen, was etwa 60 Talern entsprach. 60 Taler haben heute einen Gegenwert von etwa 3793 Euro. Johann Griesbach ist daraufhin nach Altengottern gezogen und dort später, über 100 Jahre alt, gestorben. Nachkommen von ihm leben noch heute in dem kleinen Ort. Die übers Kreuz gelegten Eisenstäbe zum Befestigen des gelösten Steines in der südwestlichen Ecke des Hospitalturms sind auch heute noch zu sehen. Diesen hatte der Priester herausgebrochen, um durch die gemachte Öffnung des Nachts unbemerkt aus dem Hospital heraus und ebenso wieder hereinschlüpfen zu können. Der nächste erhaltene Turm ist der Sackgassenturm. Dazwischen sind aber noch drei ehemalige Türme, deren Stumpf ein Gartenhaus ziert. Zwei dieser Türme waren einst eckige Schalentürme, einer ein halbrunder Schanzturm. Alle drei Türme oder besser die Gartenhäuser auf den Turmstümpfen sind in das Museumskonzept der Wehranlage eingebunden und zeigen kleine Ausstellungen. Diese besondere Art der Gartenhäuser ist erstmals 1773 dokumentiert. Am 27. März 1773 bat der damalige Kämmereidirektor Johann Adolf Hübner beim Rat der Stadt um die Erlaubnis, auf dem Rundturm der Stadtmauer an seinem Grundstück Holzstraße 9 und 10 ein Lusthäuschen auf eigene Kosten errichten zu dürfen. Am 30. März 1773 erklärte sich der Rat damit einverstanden. Als Hauptgrund für diese Absicht führte Hübner an, dass das Gewölbe nicht gedeckt sei, sodass Regen und Schnee eindringen konnte. Dadurch bestand die Gefahr, dass das Gewölbe eines Tages zusammenbrechen würde. Das Hübnersche Gartenhaus ist der ehemalige runde Turm vor dem Sackgassenturm. Schon bald entstanden weitere Gartenhäuschen auf den Turmstümpfen am Hirschgraben, was sich zu einer Besonderheit der Mühlhäuser Stadtmauer entwickelte. Im Gartenhaus der Familie Hübner ist seit Jahrzehnten eine Biedermeier-Ausstellung untergebracht, welche den Einrichtungsstil zu Hübners Zeiten widerspiegelt. Der Sackgassenturm steht als gut erhaltener Stadtmauerturm am Ende der Sackgasse. Er entstand ebenfalls im Zuge des Stadtmauerbaus im 13. Jahrhundert. Hier kann man auch heute noch diese typische Wehrturmart sehen, die Schanz- oder auch Halbschalenturm genannt wird und zur Stadtseite offen ist. An der Vorderseite schließt der Turm mit der Mauer ab. Dadurch hatten Angreifer keine Möglichkeit, Deckung zu nehmen. Der Turm war nur im Verteidigungsfall besetzt, die einzelnen Etagen wurden durch das Anlegen von Leitern erreicht. Am Sackgassenturm endete bis in die 1990er Jahre der begehbare Teil der Mühlhäuser Stadtmauer.
Noch zwei weitere Turmstumpfgartenhäuser wurden nach der Wende zugänglich gemacht. Seither endet der Stadtmauerspaziergang in der Regensgasse. Bis zum Pfortentor, das auch Altpfortentor oder Eselspforte genannt wurde, gab es keine weiteren Türme, aber eine weitere Besonderheit bzw. Sehenswürdigkeit an der Feldseite der Stadtmauer. Gemeint ist der Löwenkopfbrunnen. In einem Straßenbach floss seinerzeit ein Teil der Breitsülze die Holzstraße hinab. Bei jeder Gasse, die von der Holzstraße abzweigte, wurde auch der Bach aufgeteilt. So auch am Eingang zur Regensgasse. Dort floss er in einer offenen Steinrinne in Richtung Stadtmauer. Vor der Stadtmauer sammelte sich das Wasser in zwei Wasserbassins, deren Überlauf dann durch die Stadtmauer in den Wallgraben geleitet wurde. Die Bassins sollten im Brandfall als Saugstelle der Feuerspritze dienen. Der Mühlhäuser Verschönerungsverein, der 1843 gegründet wurde, ließ im Jahre 1879 vor dem schmucklosen Wasserauslass am Wallgraben einen Löwenkopfbrunnen bauen. Später wurde dieser Brunnen auch an die städtische Wasserleitung angeschlossen. Aus den Wasserbassins führte nun ein kurzes Rohrleitungsstück in das geöffnete Löwenmaul. Von dort sprudelte es in ein Auffangbecken, das wie eine Muschel gestaltet war und aus dem es über die Grottensteine in den Wallgraben rann. Lange vernachlässigt und beschädigt wurde der Löwenkopfbrunnen nach der Wende originalgetreu restauriert. Wasser fließt aber heute keines mehr. Das Pfortentor wurde erstmals 1417 erwähnt. Bei einem Brand 1689 zerstört, begann 1712 der Bau des neuen Altpfortentores, welches 1714 fertig war und der Stadt 140 Taler gekostet hatte. Das alte Tor war in einem schlechten Zustand und nur für Fußgänger geeignet. Deshalb wurde es Eselspforte genannt. Zur gleichen Zeit wurde auch das Vortor ersetzt. Nachdem es bisher in Richtung Nordwesten zur Schaffentorstraße wies, lag nun der Zugang in Richtung Ammerstraße. 1842 wurde das mittlere Tor abgetragen. Angelegt war die Anlage als Zwingerburg mit einem zusätzlichen Turm auf der Ostseite des mittleren Tores. Am 9. Februar 1891 begann der Abbruch des inneren Altpfortentores am nördlichen Ende der Pfortenstraße. Die Abbrucharbeiten waren am 3. März 1891 beendet. Neben dem noch existierenden Frauentor ist das Pfortentor das einzige der Innenstadttore, von dem es neben Zeichnungen auch Fotoaufnahmen gibt. Zwischen Pfortentor und Burgtor standen einst zwei halbrunde Flankentürme mit Schlüsselscharten. Sie bildeten den Abschluss der Bollstädter Gasse sowie der Heuergasse und wurden am Ende des 19. Jahrhunderts abgebrochen. Beide Gassen waren bis zum Abbruch der Türme Sackgassen. Ebenfalls wurde die Stadtmauer dort auf einer Länge von etwa 250 Meter ganz abgetragen. Repräsentative Villen Mühlhäuser Fabrikanten und das Gebäude der evangelisch-lutherischen Kirche wurden in der Mauerlücke errichtet. Mit dem inneren Burgtor ist es so ein Ding. Fest steht, dass es bis 1612 nur eine Pforte für Fußgänger war. Erst nach der Zerstörung der Reichsburg 1256 wurde seinerzeit dieses Teilstück der Mauer errichtet oder geschlossen. Auch ein runder Turm war einst an dieser Stelle errichtet worden, weil sonst der Bereich vor dem Stadtmauerknick nicht eingesehen werden konnte. Soweit die Fakten. Die Zeichnungen des inneren Burgtores stammen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zu jener Zeit existierten die beiden Tore schon nicht mehr. Wenn man einigen Historikern glaubt, so befand sich das ursprüngliche Tor in nördlicher Richtung auf den Kreuzgraben zu und war ein Seitenausgang aus dem Burggraben. Andererseits kann das dargestellte Tor und die relativ niedrige Mauer auch eine Art vorgelagerter Bereich sein, wo einst die Pfalzburg gestanden haben könnte. Leider kann das aber heute nur noch vermutet werden, da gesicherte Aufzeichnungen fehlen und die heutige Bausituation keine archäologische Aufarbeitung mehr zulässt.
Bleiben wir also bei den gesicherten Erkenntnissen, die besagen, dass sowohl das Burgtor selbst als auch das Vortor, welches auch als äußeres Burgtor bezeichnet wird, im Jahre 1612 errichtet wurden. Das Vortor, wie es auf dem Bild von Otto Tomacek dargestellt ist, wurde 1801 und das Burgtor selbst 1825 abgebrochen. 1860 folgte das kleine Zollhäuschen, welches auf dem Bild von Karl Michel zu sehen war und das zwischen innerem und mittlerem Tor stand. Dort wurde später das Verwaltungsgebäude der Burgbrauerei und noch später die Burggalerie errichtet. Die Kunstruine an der Burg ist ein Erinnerungsbau, der einer Burg nach den Vorstellungen der damaligen Zeit entsprach und wurde im Jahre 1851 erbaut. Unter Einbeziehung eines Wehrturms war diese Kunstruine die Verkleidung der Bierkeller des Brauers Weimar, der ab 1832 die Burgbrauerei vor der eigentlichen Stadtmauer betrieb. Zwei Schilder, eines aus den 1970er Jahren und eines aus der Nachwendezeit, weisen auf die ehemalige Reichsburg, den Turm und den ehemaligen jüdischen Friedhof hin. Lange Jahre war das Areal der ehemaligen Pfalzburg vor der Stadtmauer unbebaut. Wie schon erwähnt, ist der wirkliche Standort der Burg nicht genau bekannt, auch wenn die Schilder etwas anderes aussagen. Als gern abgelichtetes Fotomotiv sowie Vorlage für Maler und Zeichner gehört die Kunstruine heute zu den Sehenswürdigkeiten an der Stadtmauer und ist Erinnerung an die einstige Mühlhäuser Reichs- bzw. Pfalzburg. Vor der Kunstruine befand sich der alte jüdische Friedhof von Mühlhausen, der seit 1417 nachweisbar ist. Er lag nördlich entlang der Stadtmauer und wurde auch Judenhügel genannt. Schon im Mittelalter war es den jüdischen Mitbürgern verboten, ihre Verstorbenen innerhalb der Stadtmauer zu bestatten. Sie bekamen am Anfang des 15. Jahrhunderts von der Stadt das Areal vor der Stadtmauer zugewiesen. 1900 wurden die Grabsteine auf den neuen alten Friedhof in der Eisenacher Straße überführt und das Gelände an der Burg eingeebnet. 1872 erhielt die jüdische Gemeinde Mühlhausen am östlichen Bereich des kommunalen Friedhofs eine Fläche von 300 Quadratmetern. Die Bestattungen begannen im selben Jahr, die letzte Beisetzung war im Jahr 1944. Heute befinden sich auf dem jüdischen Friedhof 151 historische Grabstellen. Das Mauerstück am Ende der Breitenstraße bis zum inneren Burgtor wurde um 1250 errichtet. Zur Mauer gehörte auch ein Turm, der bewohnt war. Er wurde 1899 abgerissen. Bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts führte durch die Breitenstraße, die schon 1380 erstmals erwähnt wurde, und durch die heutige kleine Burgstraße der Hauptweg zum Burgtor. Die heutige Stätte war damals zu schmal und trug nicht ohne Grund bis 1690 den Namen Enges Gässchen. Von der Breitenstraße bis zum Gürmer Tor führte seit dem Bau der Stadtmauer eine Gasse, die heute hinter der Mauer heißt und früher als Hexengasse bekannt war. Sie führt auch am Turm der Hauptmannstraße und am Tollturm sowie weiteren ehemaligen Stadttürmen vorbei. Die Hauptmannstraße war bis 1875 eine Sackgasse. Wie bei vielen kleinen Gassen der Innenstadt endete die Hauptmannstraße, die ihren Namen vom Hauptmannhof hat und in dem einst der Stadthauptmann wohnte, an einem Turm. Nach 1802 und dem Anschluss der Stadt an Preußen wurde der Turm als Pulverkammer der preußischen Garnison genutzt. Zu gefährlich für die Anwohner wich man Mitte des 19. Jahrhunderts auf das leerstehende Bollstädter Tor am damaligen Rande der Stadt aus. Nutzlos geworden trug man den Hauptmannturm 1867 bis auf die Höhe der Stadtmauer ab. 1875 wurde er auf Anregung des Stadtrates Alexander Gregor ganz beseitigt. Es entstand ein neuer Stadtzugang, der oft als Alexandertor nach Alexander Gregor bezeichnet wird. Der sogenannte Tollturm ist von der Grundfläche ein sehr großer, nach hinten offener Flankenturm. Er ragt weit über die Stadtmauer hinaus und wurde wahrscheinlich im 17. Jahrhundert von der Stadtseite verschlossen. Zu dieser Zeit diente er auch oft als Gefängnis. Den Namen Tollturm bekam er, als immer öfter in diesem Turm die geistig Verwirrten, also die Tollen, eingesperrt wurden.
Der Turm lag damals weit ab der bewohnten Gebiete, sodass man die Schreie der hier eingesperrten Menschen nicht hören konnte. Man nimmt an, dass im Tollturm auch die Hexen eingesperrt waren, die ja vor dem meist sicheren Todesurteil erst einmal peinlich verhört wurden. Die Hexengasse hinter der Stadtmauer dürfte daher ihren Namen haben. Auch das Skirmer-Tor bestand einst aus zwei Toren. Beide Tore waren durch eine Zwingermauer verbunden. Das eigentliche Skirmer-Tor, welches das innere Tor war, wurde bereits 1316 in Verbindung mit der Kreuzmühle erstmals erwähnt. Es wurde von Altenburg als das älteste der inneren Stadttore bezeichnet. Nachdem es 1597 erneuert wurde, baute man 1611 und 1612 das mittlere Tor. Auch die verbindende Zwingermauer sowie das Zollhäuschen dürften in dieser Zeit entstanden sein. 1620 erhielt das Tor an der Außenseite ein Schutzgatter. Am 4. April 1660, beim großen Hamstagbrand, brannte der Dachstuhl des inneren Skirmer-Tores aus und musste erneuert werden. Knapp 140 Jahre später, 1822, wurde das mittlere Tor, Zwingermauer und das Zollhäuschen abgebrochen. Zoll brauchte man seit 1802, als Mühlhausen preußisch wurde, nicht mehr zu zahlen. Dadurch waren die Tore für die Stadt uninteressant geworden. Sie brachten keine Einnahmen mehr, sodass ihre Erhaltung sich nicht mehr lohnte. 1850 wurde auch das innere Tor abgebrochen. Wie sich das Gebiet um das ehemalige Skirmer-Tor verändert hat, zeigen einige Fotografien aus dem Jahr 1925 bis 1975. An der Ostseite der Stadt befanden sich keine Stadttore, aber fünf, mindestens jedoch drei Wehrtürme. Hier sind die Angaben sehr widersprüchlich. Wann diese entfernt wurden, ist ebenfalls ungewiss. In der Chronik von Altenburg werden um 1824 noch fünf Stadttürme zwischen dem Skirmer-Tor und dem Erfurter Tor erwähnt, von denen aber zwei bereits 1790 und 1799 abgebrochen wurden. Der Wassergraben wurde, wie schon erwähnt, ab 1847 aufgefüllt und der Stadtgärtner Adolf Pollex mit dem Anlegen von Parkanlagen beauftragt. Im Jahre 1886 begannen die Arbeiten an einem Mauerdurchbruch unter der Linde Kians Graben. Dieser sollte die Innenstadt mit dem neu entstandenen Industrieviertel der Martini-Vorstadt, aber vor allem mit dem Bahnhof verbinden. Außerdem diente der Durchbruch ab 1901 als Trasse für die Oberstadtlinie der Straßenbahn. Zunächst wurden aber nur etwa 25 Meter der Stadtmauer entfernt. 1895 beantragte der Arzt Dr. Otto Rathmann, dort eine Privatkrankenanstalt mit Wohnungen bauen zu dürfen. Er bezahlte für jeden weiteren abzureisenden Meter der ehemaligen Stadtmauer zwischen 20 und 30 Mark. 1896 bekam er die Genehmigung. 1897 wurde das Gebäude errichtet. Der Kiliansgraben selbst wurde 1950 in Straße der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft, kurz DSF, umbenannt und ab 1968 für den Durchgangsverkehr vierspurig ausgebaut. Dafür mussten die Parkanlagen weichen. Aus der ruhigen Vorstadtstraße wurde eine der meistbefahrenen Straßen der Stadt, die am Vorabend des 20. Geburtstages der damaligen DDR am 6. Oktober 1969 dem Verkehr übergeben wurde. Seit 1990 trägt der Kiansgraben wieder seinen alten Namen. Das innere Erfurter Tor erlangte seine Bekanntheit in der jüngeren Vergangenheit durch die gleichnamige Gaststätte. Zuvor war es jedoch eines der wichtigsten und höchsten Stadttore von Mühlhausen.
Von hier aus führten die Handelsstraßen nach Bollstedt und Weißensee sowie Langensalza, Erfurt und Gotha. Es bestand ebenfalls aus zwei Toren, dem mittleren und dem inneren Erfurter Tor. 1290 wurde das innere Tor erstmals erwähnt. 1592 erfolgte der Bau des mittleren Tores sowie einer Zwingermauer zwischen den Toren, die etwa 30 Meter auseinander lagen. In den Tortürmen wohnten die Torwächter, die für den täglichen Torschluss bzw. für die Schließung bei Gefahr verantwortlich waren. Neben dem mittleren Tor stand noch das Zollhaus. In Kriegszeiten waren einige Tore der Stadt dauerhaft geschlossen. So war das innere und mittlere Erfurter Tor im Dreißigjährigen Krieg 8 Jahre lang versperrt. Tore und Zwinger wurden mit Mist und Geröll aufgefüllt und waren unpassierbar. Nach dem Wegfall der Zölle zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren die Stadttore nutzlos geworden und standen dem stetig steigenden Verkehr im Weg. Die beiden Tore wurden 1841 abgebrochen. Um 1860 konnte die Stadtmauer noch mit einem Holzgitter verschlossen werden. Dieses war an zwei Pfeilern befestigt, welche von zwei Greifen geziert wurden. Zwischen 1860 und 1880 wurde das Haus erbaut, welches ab 1919 dann als zum Erfurter Tor bekannt war. Auf der anderen Straßenseite Richtung Lindenbühl entstand 1876 das Gebäude der Thüringer Wurstfabrik, heute Fleischerei Seber. Wie schon angekündigt, kommen wir nun noch einmal auf das Lindenbühl zurück. Am ehemaligen Brunnengrästgraben zwischen dem Erfurter Tor und der Neuen Pforte gab es mindestens zwei Stadtmauertürme. Einer dieser nach hinten offenen, eckigen Schalentürme ist heute noch erhalten. Nach der Grabenverfüllung verwandelte der Stadtgärtner Adolf Pollex das Areal vor der Stadtmauer in einen blühenden Park. Leider ist heute nur noch wenig davon zu sehen. 1316 wird der Lindenbühl als der Ort, der den Namen Lindenbuhl trägt, erstmals erwähnt. Der erste Teil des Straßennamens dürfte klar sein. Der Wallgraben am Lindenbühl war schon zu reichsstädtischer Zeit mit Linden bepflanzt. Etwas schwieriger wird es bei Buhl, Bühl oder auch Bühle. Bühl ist die alte süddeutsche Bezeichnung für einen Hügel. Oft wird Bühl oder auch Bühlow als Familienname erwähnt. Beim Lindenbühl wird wohl der Wall als Hügel gemeint sein. Von 1950 bis 1990 trug der Lindenbühl den Namen Leninstraße. Am ehemaligen Neufortentor stand damals ein Lenin-Denkmal, welches von J.F. Rogge gestaltet wurde. Schon vor dem Auffüllen des Grabens setzte ein Bauboom am Lindenbühl ein. Es entstanden viele Villen reicher Müllhäuser Fabrikanten. Damit sind wir auch schon bei der Neuen Pforte. Das Neufortentor hatte seinen Standort am Lindenbühl als Zugang zur Brunnengrässstraße. Es wird in Kämmereirechnungen von 1428 als die neuen Tortürme erstmals erwähnt. Die Neue Pforte, wie das Neufortentor auch genannt wurde, war das letzte jüngste Stadttor. 1572 stürzte am inneren Tor ein großes Stück Stadtmauer ein, weshalb auch der Turm abgebrochen und 1573 neu erbaut wurde. Nach der Motschen Chronik war es mit dem inneren Frauentor vergleichbar. Die beiden Tore wurden durch einen, den Brunnengrässgraben durchschneidenden Damm mit dicken Brüstungsmauern verbunden. Zum Schutz der Tore dienten zwei Rondelle. Eines dicht bei dem inneren Tore nach Westen zu und eines etwas entfernt nach Osten. Ein Rondell ist ein gerundetes Artilleriebauwerk oder flacher Turm von besonderer Stärke, dessen Höhe der des angrenzenden Walles entspricht. Das erste Rondell wurde 1714 und das zweite 1889 abgebrochen. Den Abbruch der beiden Tore regte 1826 der Ratsherr und spätere Bürgermeister Gier an. Neben der Enge der Durchfahrt erschwerte Regenwasser den Durchgang für die Leichenzüge zum neuen Friedhof in der Eisenacher Straße. Im Juni 1827 wurde das mittlere und das innere Neufortentor abgebrochen. Das Zollhäuschen am Graben blieb bis zur Grabenverfüllung noch erhalten. Das einstige Torwärterhäuschen ist auch heute noch vorhanden und wird als Wohnhaus genutzt.
Zwischen dem Neufordentor und dem Felchtauer Tor gab es einst 8 Wehrtürme und 2 Erkundigungsstühle. Heute sind noch 3 Wehrtürme auf diesem Stadtmauerabschnitt vorhanden. Der letzte Turm am Lindenbühl wurde 1890 abgetragen. Kurz nach dem ehemaligen Neufordentor Richtung Westen steht ein recht seltener Fünfeckturm. Er ist ein Flankierungsturm und entstand im 15. Jahrhundert. Ein Flankierungsturm ist ein Wehrturm, der feldseitig aus der Wehrmauer hervorspringt und man somit das unmittelbare Vorgelände seitlich kontrollieren kann. Flankierungstürme haben meist einen halbrunden, kreisrunden oder rechteckigen Grundriss. Der Fünfeckturm ist der einzige Wehrturm dieser Art an der Mühlhäuser Stadtmauer. In den Jahren 1868 und 1869 wurde hinter dem ehemaligen Ordenshof, dem heutigen Christianplatz, die Stadtmauer auf einer Länge von etwa 50 Meter abgetragen. Dort entstand das Gebäude des Gymnasiums, welches am 18. Oktober 1870 übergeben wurde. 1927-28 wurde das Gebäude zu einem kulturhistorischen und naturkundlichen Heimatmuseum umgebaut. Zwischenzeitlich Parteizentrale der NSDAP wurde es 1948 Haus der Kultur und am 5. Juni 1949 erneut Heimatmuseum sowie Stadtbibliothek. Museum ist es auch heute noch, nur nennt es sich jetzt Kulturhistorisches Museum Mühlhausen. Dieses Bild wurde am 15. Juni 1980 aufgenommen. Es zeigt einen umgestürzten, entwurzelten Baum auf der Stadtmauer am Lindenbühl, östlich des Heimatmuseums. In den Abendstunden des 14. Juni hatte ein sehr heftiges Gewitter über Mühlhausen getobt. Den Windböen und dem Starkregen hatte der Baum, der etwas abschüssig auf den Anlagen stand, nichts entgegenzusetzen. Viele Mühlhäuser begutachteten den Schaden am Folgetag. Auf der Zeichnung von Karl Michel, die den oberen Lindenbühl um 1820 darstellt, sind die beiden letzten Stadtmauertürme auf diesem Stadtmauerabschnitt zu sehen. Heute kann man sich recht gut ein Bild von der Stadtseite der Türme machen, die beide eckige, nach hinten offene Schalentürme sind. Fehlende, neu bebaute Bereiche der Stadtmauer, Einfahrten und offene Hinterhöfe in der Felchtauer Straße machen dies möglich. Das innere Felchtauer Tor wurde im Zuge des Stadtmauerbaus um 1200 erbaut und war eines der 4 Haupttore. Es war etwa 21 Meter hoch und hatte 5 Stockwerke. 3 Seiten und die Tordurchfahrt waren aus Stein, die Stadtseite aus Fachwerk gebaut. Dieses Tor soll aber erst im 16. Jahrhundert so entstanden sein. Zuvor sah es vermutlich etwas anders aus. 1413 kam das mittlere Tor hinzu. Mittleres und inneres Felchtauer Tor waren durch eine Zwingermauer verbunden. Von der südlichen Zwingermauer ist heute noch ein Stück am Kugelleichsweg erhalten. Es dient als Grundmauer für ein Wohnhaus am Kugelleich. Dieses Mauerstück ist das einzig baulich überlieferte Stück einer Zwingermauer von Mühlhausen überhaupt. Am Ende des 19. Jahrhunderts wurden etwa 20 Meter der nördlich des Felchtauer Tores gelegenen Stadtmauer entfernt. 1898 entstand dort das Haus Felchtauer Straße 19a. Bereits 1778 entstand ein Durchbruch in der Stadtmauer für die Jakobistraße am heutigen Lenzeplatz. Der Wehrturm an der Mauerecke zum Hohen Graben blieb aber bis etwa 1790 erhalten. Er war einer von 3 Türmen zwischen dem Felchtauer und dem Frauentor entlang des Hohen Grabens.
kommen wir zum letzten ehemaligen Turm der inneren Stadtmauer. Er befand sich an der Silbernen Ecke. Als Silberne Ecke wurde bis 1879 die Sackgasse von der Spiegelsgasse bis zum ehemaligen Mauerturm am Hohen Graben in der heutigen Wahlstraße bezeichnet. Der Mauerstumpf wurde zuletzt von der Feuerwehr zum Trocknen der Wasserschläuche verwendet. Mit dem Abriss des ehemaligen Rundturms 1879, dem Walldurchbruch und der Verlängerung der Straße bis zum Bastmarkt fiel auch der Straßenname Silberne Ecke weg. Er hat sich aber bei vielen Mühlhäusern bis heute gehalten. Das also waren die Wehranlagen der Stadt Mühlhausen in Thüringen. Alle zusammen, vom Landgraben über die äußere Stadtmauer, die Gräben, Wälle und Teiche bis hin zur inneren Stadtmauer, bildeten einen relativ sicheren Verteidigungsgürtel um die Stadt. Heute ist die fast vollständig erhaltene innere Stadtmauer ein touristisches Highlight und zieht jährlich Tausende von Besuchern an. Damit möchte ich mich von Ihnen verabschieden und bei allen bedanken, die zum Gelingen beigetragen haben. Ich hoffe, diese Dokumentation hat Ihnen in Wort und Bild gefallen. Ihr Thomas Peter.